So, liebe Leute, die Spoiler zu One Piece Kapitel 1124 sind raus. Und es geht jetzt weiter nach Elban. Wir kriegen Akainu, Kizaru, aber auch eine Person, die möglicherweise diese Person sein kann von dieser Color Page, die uns schon seit über ein Jahrzehnt rätseln lässt. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, um nichts zu verpassen. Nach dem Intro geht's los. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß. One Piece Theoretiker, One Piece Theorien und mehr. Erst einmal, ihr kennt die Infos am Anfang. Das sind nur die kleinen Spoiler. Es kommt noch eine detaillierte Zusammenfassung raus. Wir haben auch nächste Woche leider Pause. Schlechte Nachrichten. Es ist, wie es ist. Aber es war jetzt auch wirklich sehr stark auf Egghead. Gönnen wir Oda eine Pause. Auf der Cover-Story sehen wir Yamato, ihre Reise immer noch durch Wano. Und sie rettet dort irgendwie eine Frau. Aber das interessiert uns jetzt nicht so doll. Denn das Chapter interessiert uns viel mehr. Und dort fängt es erstmal an mit Morgans. Der ist ja in seinem Luftschiff und kontrolliert ja die Zeitung. Und damit ja auch so die Medien in der One-Piece-Welt. Weil es ist ja das einzige Medium, die Zeitung. Und er will jetzt eine Zeitung rausbringen mit der News, dass Kid verloren hat gegen Shanks, dass Law verloren hat gegen Blackbeard, aber auch über Ruffy will er irgendwas schreiben, wahrscheinlich über den ganzen Egghead-Vorfall, wahrscheinlich, dass er Vegapunk entführt hat und jetzt wieder auf der Flucht ist oder sowas und die Weltregierung vernichtet hat dort, zumindest erstmal zurückgeschlagen hat. Aber er ist ja nicht mal alleine, Vivi. Vivi Nefeltari, die ja auch ein D im Namen hat neuerdings, ist bei ihm und versucht ihn einfach aufzuhalten, stoppt ihn und kämpft sogar mit ihm. Wir wissen auch, dass der eine Albatros-Teufelsfrucht hat und die ganze Zeit einfach in dieser Teufelsfruchtform ist. Wer dahinter steckt, wissen wir gar nicht. Ich bin gespannt, ob wir diese Person kennen, ob diese Person sich die ganze Zeit aus gutem Grund hinter dieser Teufelsfruchtform nur verbirgt. So, dann geht's aber weiter. Wir sehen Akainu. Akainu kontaktiert Egghead natürlich. Er will wissen, was da los ist. Und da ist einiges los. Es ist ja komplett jetzt eigentlich, was man ihnen beichten müsste, so. Die ganzen Marineleute, Vizeadmiräle, die bewusstlos geworden sind und alles so. Und Kizaru geht halt ran an die Teleschnecke. Und Akainu gibt ihnen natürlich auch die Standpauke, die er gebraucht hat. Wir haben uns das schon irgendwie gefragt und erwartet auch, dass es kommt. Ja, Akainu schnauzt ihn hier zusammen, weil er versagt hat auf Egghead. So wird's wirklich. Es wird als Fehlschlag von der Marine betitelt. Ich habe ja letztes Mal noch angenommen, ist es eigentlich ein Fehlschlag so? Irgendwie ja, Ruffy natürlich, die Nachricht von Vegapunk, die sind jetzt entkommen und alles. Die Welt weiß, dass sie untergehen wird und alles. Das ist wirklich schlimm. Das ist eine Niederlage für die Marine und für die Weltregierung. Trotzdem haben sie Egghead, sie haben York, sie haben Motherflame, sie haben die Pazifister, die Seraphim sich gesichert. Also eigentlich haben sie keine großen Verluste. Nur der Infodrop und dass Ruffy denen durch die Lappen gegangen ist und alles so, ist natürlich echt schlimm. Und Kizaru antwortet ganz sauer und das finde ich krass, denn das ist echt so ein Charakterzug von ihm, den ich nicht erwartet hätte. Aber das ist so ein bisschen der Change. Ich habe ja immer gesagt und viele sind sich einig, irgendwann wird die Marine sich abspalten, die Guten, die Bösen. Einige haben irgendwann keinen Bock mehr auf den Quatsch und so. Und Kizaru ist, glaube ich, jetzt so ein bisschen die Hutschnur geplatzt hier. Er weint nämlich und schnauzt ihn per Teleschnecke an so und fragt ihn nur, ob er schon mal seinen besten Freund umgebracht hat. Hast du schon mal deinen besten Freund umgebracht so? Komm her und guck's dir an so mäßig. Das hat er so gesagt. Also das ist schon ziemlich krass. Da merkt man irgendwie Kizaru, wenn er jetzt schon vor dem Rang höheren Akainu, seinem Chef sozusagen, jetzt schon so die Meinung geigt, dann geht's bald los, glaube ich. Bald werden sie sich abspalten. Er geht doch auch jetzt in Rente bestimmt. So. Alleine, dass er weint, das hätten wir nie gedacht. Und wir haben auch gesehen in den Flashbacks und so, der hat mitgetanzt. Der hat wie Nika mitgetanzt damals bei Vegapunk im Labor und sowas. Kizaru ist eigentlich ein Guter. Auch wenn er letztendlich Vegapunk jetzt den finalen Schlag gegeben hat, den finalen Durchschuss, dass er gestorben ist. Natürlich, trotzdem, aber er ist eigentlich ein Guter. Dann wechselt die Szene zu den Strohhüten, die nicht mehr so in Feierlaune sind wie letztes Chapter noch, wo sie sich gefreut haben. Jetzt nach Elban endlich und es geht los und alles so, dass die Insel meiner Träume, Lissop war ja voll down, jetzt endlich dahin zu fahren, hatte Bock und jetzt sind sie alle traurig. Sie sind alle traurig, weil sie das alles als Fehlschlag doch sehen. Und das ist das Ding. Genau, was ich gerade gesagt habe und letzte Woche schon. Wer hat gewonnen, wer hat verloren? So, die Marine, Akainu sagt, wir haben verloren. So, warum? Und die Ströte segeln weg und sind auch traurig und sagen auch, sie haben verloren. Wir haben verloren, Vegapunk zu retten. So, wir haben es nicht geschafft. So, die Marine hat gewonnen. Aber dann, nach all dem Trübsal, wacht Lilith auf dem Schiff auf und versucht sie wieder anzustacheln. Weil sie Vegapunk ist. Sie ist Vegapunk. Ihr habt es geschafft. So, ihr habt Vegapunk trotzdem gerettet. So, weil ich habe das ganze Wissen und alles von Vegapunk steckt hier drinne. Nur nicht mehr sein Ursprungskörper, der ist nicht mehr da. Aber sonst sein Gehirn ist noch da und irgendwie auch seine Teufelsfrucht ist noch intakt. So, und ich frage mich, wie Lilith jetzt wieder Verbindungen aufbauen kann zu dem Vegapunk-Gehirn, dass sie das auch nutzen kann und alles, ob sie wieder dahin fahren muss oder ob das einfach wireless geht, wer weiß. So, dann endet das Chapter mit einer Sache und jetzt haltet euch alle irgendwo fest, wenn ihr euch festhaltet. Wenn ihr im Bett liegt, haltet euch an der Bettdecke fest, denn das Chapter endet damit, dass die Strohhüte doch am Ende feiern. Mit Lilith, weil sie ja ein Vegapunk ist. Richtung Elban. Ich weiß nicht, ob man Elban schon sieht. Anscheinend nicht. Auf der letzten Seite hat Oda wieder sein Ass aus dem Ärmel geschüttelt, denn sein Ass ist
ist meistens irgendeine Silhouette von dem krassen Charakter, den man vermutet. An der Küste von Elban sitzt ein Charakter. Man sieht ihn von hinten. Er trinkt Alkohol und sagt, kommt nur her. So, kommt. So, erwartet sie so an der Küste. Irgendein Charakter, der die Strohhüte an der Küste erwartet und schon trinkt. Ist er böse denen gesinnt oder nicht? Man weiß es nicht. Ich habe von Leuten, die das Chapter wohl schon gesehen haben und deswegen ist es keine 100% bestätigte Info, aber es wäre interessant. Es schwirrt nämlich gerade das wirklich im Internet rum, dass diese Person auch so einen Hut aufhaben soll. Wirklich so ein Amigase-Hut von Wano. Diesen Charakter, den man dort gesehen hat, auf dieser Colorpage mit Krokus am Trinken. Diesen Charakter soll man wohl von hinten sehen. Ich bin gespannt, ob er das ist. Hier steht ja jetzt in diesen ersten Spoilern noch keine Referenz irgendwie auf dieses Chapter 631, wo er drauf war. Ich habe das aber gelesen und ich habe es gehört. Ich bin gespannt. Das ist auch immer noch ein Fragezeichen, was wir immer im Kopf hatten. Wer ist dieser Charakter? Ist es Copacabana? Ist es der Mann, der vom Feuer gezeichnet ist? So, Hakwati Sauro wird es wohl nicht sein, der dort an der Küste wartet. Den würde man auch erkennen. Er weiß jetzt schon, dass sie kommen. Eigentlich hätte ich gedacht, Hakwati Sauro wäre irgendwie sinnig, weil er weiß, die kommen jetzt. Da ist Robin dabei, da ist ein Vegapunk dabei, noch gerettet und so. Er erwartet die. Das wäre irgendwie sinnig. Aber anscheinend, oder hoffen wir mal, dass es dieser Charakter ist, wo eigentlich Leute immer nur gesagt haben, entweder Shiki oder Copacabana. Die blonden Haare, die man hier auf dieser farbigen Version sieht, schließen auf Shiki. Aber warum sollte Shiki da an der Dings sitzen, an der Küste von Elban und jetzt auf die warten? Ey, wenn das Copacabana ist, Leute, ich kann nicht mehr. Ihr wisst, wie lange ich euch hier volllaber mit Copacabana. Der dritte der Roger Crew, wenn man Oden wegnimmt. So, er ist damals auch krass gewesen. Er ist noch ein Schlüsselcharakter, der irgendwie fehlt, finde ich. Und ihn jetzt dort zu treffen, wieder als alten Mentor, der sich auf Elban, weil es eine der letzten sicheren Insel ist, irgendwie niedergelassen hat, den jetzt dort zu treffen, episch. Und der hat vielleicht auch die Infos noch am Ende, die sie Strohhüte brauchen und sowas. Das wäre einfach nur episch. Angeblich soll die Silhouette von hinten zu sehen sein und diese Person soll auch diesen Hut aufhaben. So, und diese Person trinkt halt mit Krokus Sake und Sake trinkt man halt mit guten Kollegen oder halt mit Leuten, die man irgendwie respektiert, so in der One-Piece-Welt. Und Copacabana, ein altes Crewmitglied von Roger, wäre auf jeden Fall ein Charakter, mit dem er dort Sake trinken würde. Und jetzt sitzt diese Person auch wieder dort an der Küste und trinkt Alkohol, was natürlich auch wieder ein Hinweis ist auf diese Person, was jetzt sogar schon in den bestätigten Spoilern steht. Das waren aber erstmal die Spoiler. Schreibt eure Meinung dazu in die Kommentare zu diesem Charakter. Wer könnte es sein? In diesen ersten Spoilern steht hier noch nichts, so die jetzt öffentlich sind. Ihr wisst es, ich habe immer noch mal andere Infos von einer anderen Quelle. Akainu schnauzt Kizaru an, Kizaru schnauzt zurück an. Was Morgans jetzt letztendlich mit den Infos macht, was er in die News packt, ist wirklich relevant für die Welt und die Zeitungen werden dann letztendlich in den nächsten ein, zwei Chaptern, denke ich mal, ankommen und dann werden wir es sehen. Gerade ob Vivi irgendwas auslösen kann dort mit Morgans. Eigentlich ist Morgans ja stärker, müssen wir ganz ehrlich sagen. Er hat eine Teufelsfrucht, er hat auch da so ein Weltregierungs-Heini mal zurückgeschlagen in seinem Zeitungsbüro irgendwie. Deswegen, der ist nicht ohne. Zumindest das, was er will, kann er verteidigen. Und wenn er das tut hier und diese Infos droppt für die Welt mit Law, Kid oder aber auch mit Ruffy, das ist das Schlimmste, dann wird sich Ruffys Kopfgeld, glaube ich, aufgrund nur von der Niederlage von Law und Kid auch nochmal steigern. Dass er der ist, der rausgefiltert wurde sozusagen von den letzten, von den drei Siegern, die alle 3 Milliarden hatten. Ich kann mir vorstellen, dass sich Ruffys Kopfgeld dann ins Unermessliche steigert. Also ohne Scheiß. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr denkt, wie viel wird es sich ansteigen. Also letztes Mal hatten wir schon ein Video darüber gemacht. Ich sag ja immer noch, es wäre eigentlich nichts gerecht, was sein Kopfgeld ansteigen lässt. Aber dass wir morgens jetzt schon gezeigt bekommen haben von Oda, sagt irgendwie, okay, da wird jetzt was kommen so. Da wird jetzt die Zeitung gedruckt so. Und das ist ja immer das, was wir auch erwarten. Immer am Ende von einem Arc. Jetzt haben wir Egghead gehabt. Der ging zwar nur knapp 2 Jahre, nicht mal so. Jetzt kommen die Zeitungen. Als wir in Wano Kuni waren, hatten wir jahrelang keine Zeitung, weil der Arc ewig ging. Viele, viele Jahre. Und auch isoliert war. Da kommt die Zeitung nicht mal hin und so. Und deswegen, jetzt mal die Zeitung zu lesen. Auch nicht nur Ruffy, Kid und Law-mäßig, was vielleicht noch abgeht, wo Blackbeard sich rumgetrieben hat, vielleicht noch so, was jetzt gerade mit Blackbeard ist, die Kreuzgilde. Ich glaube, das wird alles drin stehen. Das ist sehr krass. Und deswegen, nächste Woche ist leider Pause, aber darauf kommt dann das Chapter und da werde ich euch natürlich auch wieder versorgen mit Content. Ich bin gespannt. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Ich bin erstmal raus. Wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein, ciao und tschüss. Euer Theo.